Ich bin hier in Shinjuku, genauer gesprochen Kabukicho. Das ist die Vergnügungsmeile hier mitten in Tokio. Und Vergnügen ist das Thema für mich ehrlich gesagt nicht so sehr hier. Es ist manchmal penetrant, wie man dann doch immer wieder angesprochen wird. Ah, guck doch mal hier rein, guck doch mal in unseren Club rein. Das ist manchmal anstrengend. Gar nicht anstrengend, aber trotzdem Vergnügen ist das, was die Börse aktuell bringt. Denn der DAX, der explodiert im Moment und es ist wunderschön zuzugucken, was die Märkte da aktuell machen. Hervorragende Bilder, die wir da sehen, wenn der Markt nach oben ausgeht. Sehr scharfe Aufwärtsbewegung, wir haben das gehabt, wir haben gestern ja schon mal darüber gesprochen, dass der Markt dann mal wieder wackelig nach unten kommen müsste. Das hat er gestern schon getan, also es gab da eine Chance einzusteigen, so wie wir das immer wieder mal erklären, erzählen und zeigen, eine wunderschöne Chartformation, die man im Auge haben sollte. Warum erzähle ich das? Das ist doch schon vergangen. Ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nämlich genau das ist das, womit wir rechnen können, dürfen, müssen. Aktuell kommt der DAX auch ein bisschen runter. Im Moment noch zu einsilbig. Wenn er jetzt aber ein bisschen hoch und runter wieder geht, gucken Sie sich das Bild der letzten Tage mehrfach an. Es hat immer wieder funktioniert. Es gab einen Schub nach oben, es gab so einen Trendkanal nach unten. Zwischen dem hat sich der Kurs ein bisschen hin und her bewegt. Dieser Trendkanal nach unten, der ist eigentlich ein schönes Zeichen dafür, dass die Abwärtsbewegung einfach nicht die stärkere ist, sondern dass das eigentlich einfach die Gegenbewegung ist und der Kurs, wenn er denn nach oben ausbricht, sich dann nochmal fortsetzt. Also beste Voraussetzungen dafür. Das gleiche gilt natürlich auch für die amerikanischen Märkte. Nasdaq beispielsweise, S&P ist da absolut auf dem Plan aktuell. Der Dow Jones natürlich genauso grundsätzlich. Und der ist insofern nochmal spannend, dass wir aktuell gerade dran sind an dem letzten Zwischenhoch. Und damit ein Millimeter, naja, das hängt von Ihrer Bildschirmgröße ab, aber ganz bisschen nur noch vom Allzeithoch. Das heißt, wir haben die Chance, hier live dabei zu sein, wenn der DAX sagt, der Dow Jones sagt, jetzt geht's nochmal richtig weiter. Wenn er das tatsächlich tut und das mit dem Schwung und weiter auf der Abwärtsseite keine Stärke anfängt aufzubauen, dann haben wir auch ruckzuck die 30.000 zumindest mal auf dem Plan. Der ein oder andere denkt zumindest mal schon mal in dieser Kategorie und plant in etwa solche Größenordnung. Also, es bleibt spannend. Aktuell, wie selten zuvor, wenig Informationen von der Datenseite, zumindest mal von der aktuellen oder von der offiziellen, ist heute nicht wirklich was Dramatisches. Insofern ist der Einfluss eigentlich eher von den Marktteilnehmern zu erwarten. Und wenn im Nachgang von irgendwelchen Notenbanken, wir haben es mitgekriegt, EZB und die FED waren ja diese Woche ganz klar auf dem Plan, dass da vielleicht die ein oder andere Nachricht dann einfach mal kommt oder bewertet wird, eingeschätzt wird, dann können wir damit vielleicht ebenfalls nochmal rechnen. So, ich hoffe, dass es jetzt nicht zu windig geworden ist, denn eine kühle Brise weht hier sehr angenehm, ein lauschiger Abend. Und ich werde jetzt zugegeben diesen etwas lauteren Ort wieder verlassen und mich dann auch gleich wieder die Charts machen. Ihnen einen schönen Feiertag in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob er überall ist, aber wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, morgen. Bis dahin, alles Gute.